mein Gott, Leute, in diesem Video zeige ich dir die krassesten Brawl Stars Accounts, die du noch nicht kanntest. Das könnt ihr erkennen. Einfach mal der Nita auf Rang 33 und 0 Pokale mit. Nochmal an, er hat einfach jeden Brawler auf Rang 35. 54.003 Leute, was geht ab, meine Damen und Herren, willkommen zu diesem neuen Brawl Stars Video. Heute zeige ich euch die krassesten Accounts, würde ich mal sagen, let's go. Und zwar, Leute, wir kommen jetzt zu der ersten Person, also geht auf Club und dann schreiben wir einfach mal YouTube The Guy Jeff. Ihr könnt es auch schon, The Guy Jeff, ihr könnt es auch schon mal sehen. Und, ey, Brother, ich hab das cool Jeff oder so geschrieben. Wir schreiben das jetzt mal kurz richtig. Und Leute, die meisten werden das bestimmt kennen. Das habt ihr bei Lukas Brothers und so weiter gesehen. Ich gehe jetzt mal in den Club und werde nach den Typen rumschauen. Wenn ich den gefunden habe, dann sage ich euch Bescheid. So, Leute, ich habe jetzt auf jeden Fall die Person gefunden. Und ich gehe mal auf ihr Account drauf. 126 Trophäen, das ist ja auch schon mal sehr schön. Und was könnt ihr erkennen? Brock hat auch schon mal auch wegen dem Brawl Pass. Was könnt ihr erkennen? Einfach mal der Nita auf Rang 33 und 0 Pokale mit der. Leute, was hat diese Person gemacht, um das zu bekommen? Auf jeden Fall, Leute, wie ihr wisst, warte mal ganz kurz, hier hat er 1299 Trophäen. Also, wie ist das möglich? Was hat der gemacht, Leute? Auf jeden Fall, wie ihr wisst, kann man ab 60 Trophäen ungefähr kein Minus mehr machen. Also, wenn man 10. Platz wird, dann macht man kein Minus mehr, man macht 0 Trophäen. Was er gemacht hat, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, an den, der das gemacht hat, auf jeden Fall Respekt. Wir kommen zum nächsten. So, Leute, und zwar dieses Video, was ihr jetzt seht, habe ich auf YouTube gefunden. Link in der Videobeschreibung dazu. Und Leute, das, was ihr jetzt seht, ist einfach nur krass. Und so, Leute, hier könnt ihr eine Person sehen, die geht gerade bei Kampfflug und die hat irgendetwas entdeckt, was komisch ist. Guck mal jetzt nach. Er hat einfach nicht Poco, obwohl er trotzdem mit dem gespielt hat, Leute. Wie krass ist das bitte? Schreibt mal eure Meinung zu diesem Account in die Kommentare. Ich finde das einfach nur richtig crazy. Jetzt kommen wir zu einer Person, die einfach mal diesen Brawler so hoch gepusht hat, wie auch immer. Aber er hat einfach Jackie, warte mal, ich habe auf DE gemacht. Wie ihr sehen könnt, er hat einfach mal Jackie auf 1467 Trophäen. Gestern hat er den noch auf 1500, das habe ich sogar selbst gesehen, Leute. Jetzt hat er den einfach auf 1467 Trophäen. Was ist eure Meinung dazu? Und er hat einfach fast jeden Brawler auf Dings Rang 33 oder 30, außer Colette. Aber dass er Jackie so hoch hat, ist einfach nur krass, Leute. Und ich würde mal sagen, wir kommen jetzt einfach mal zu dem nächsten Account. Und Leute, wenn wir jetzt auf Clashline, also erstmal auf Club und dann auf Clashline gehen und nach dieser Person suchen, dann werdet ihr einfach nur geschockt sein. Ich probiere erstmal kurz diesen Account zu finden und dann melde ich mich gleich wieder, Leute. Ich sage euch dann Bescheid, wenn ich den Account habe. So, Leute, ich habe auf jeden Fall den Account, den kennt ihr auch von Lukas Brawl Stars, aber ich wollte es trotzdem machen und es war ein bisschen ein anderer Club, wie ihr schon mal sehen könnt. Er hat einfach schon mal Mortis, was auch schon richtig krass ist. Brawl könnte man auch beim Brawl Pass bekommen, aber Leute, er hat einfach Jessie, wie geht das? Er hat doch gerade erstmal 100 Trophäen und er hat irgendwie auch schon Jessie. Brawl konnte man durch den Brawl Pass bekommen, das heißt, er hat sich den Brawl Pass erstmal geholt, aber dass das schon Jessie hat, das ist wirklich komisch, Leute. Ich meine, guck mal, er hat auch Brock, ja, wegen dem Brawl Pass. Aber wie geht das, dass er Dings da Jessie hat? Weil guck mal, er hat 148 Trophäen. Und das Komische ist, er hat einfach mal 0 Solo-Siege, 0 Duo-Siege, Meister Powerplay-Punkte 0. Da hat ja auch gar keinen auf Power 10. Und ja, Leute, das ist einfach mal ein komischer Account. Der hat einfach auch jeden auf Power 1. Und ja, Leute, wie er Jessie bekommen hat, habe ich keine Ahnung. Aber ich will mal sagen, wir gehen jetzt einfach mal zu dem nächsten Account, Leute. So, Leute, wie ihr hier schon mal sehen könnt, ist es sogar gerade in YouTube wieder, aber ich wollte euch das einfach mal trotzdem zeigen. Guckt mal, Leute, wenn ihr jetzt auf sein Profil geht, was da zu erkennen ist. Und zwar, Leute, da könnt ihr sehen, dass da 3 gegen 3 Wins 0 sind. Solo-Siege auch 0, Duo-Siege auch 0, Best Rapper Rumble Tumble auch 0. Da hat einfach bei alles 0, Leute, außer die meisten Trophäen, wie er das gemacht hat, Leute. Er hat einfach wirklich immer probiert, 2. oder 3. Platz zu werden und trotzdem so Plus zu machen. Auf jeden Fall richtig krass, sowas, Leute. Einfach nur Wins überall und ich würde mal sagen, Leute, komm, wir gehen jetzt einfach mal zum nächsten Account. Und zwar, Leute, wenn man bei der Bestenlisten geht und bei Platz 1 kann man direkt mit 41.000 Trophäen sehen. Und zwar, wenn wir hier auf seinen Account drauf gehen, dann können wir sehen, dass er 43.000 3 gegen 3 Sieger hat, Leute. Wie krass ist das bitte? Und Leute, wenn wir jetzt mal auf seine Brawler drauf gehen,
dann Leute, guckt euch das einfach mal an. Dynamike hat er schon immer noch auf Rang 35 und jeden anderen Brawler hat er mindestens auf Rang 30. Er hat jeden Brawler auf 1000 Trophäen, Leute. Das ist auch richtig krass und Leute, guckt euch das bitte einfach mal an. Dynamike auf Rang 35, Leute, wisst ihr, wie schwer das ist? Dynamike ist so ein krasser Brawler, um den zu pushen, Alter, das ist auch sehr schwer. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt einfach mal zu dem nächsten Account, Leute. So Leute, wir sind jetzt auf jeden Fall bei dem nächsten Account gelangt und Leute, guckt euch das einfach mal an. Hat bis jetzt einfach alle Brawler auf Rang 35 und da hat einfach jeden Brawler auf Power 10, was eigentlich schon sehr oft zu sehen ist, Power 10, jeden Brawler. Und Leute, guckt euch das einfach mal an. Er hat einfach jeden Brawler auf Rang 35. Wie krass ist das bitte? So einen krassen Account habe ich noch nie gesehen. So Leute, wir sind jetzt auf jeden Fall bei YouTube Landis Account und Leute, guckt euch es einfach mal an. Er hat wirklich fast jeden Brawler auf Rang 30 und das richtig krasse ist 54.000 3 gegen 30 und er ist Level 415, Leute. Digga, wie geht das Level 415? Ich glaube, der ist einfach mit den meisten Levels von den ganzen Brawl Stars Spielern. Er ist auch so ein Schlitzer, aber 54.000 Siege und er hat auch schon mal Ember auf Rang 35, was eigentlich schon klar war, dass er das macht. Und ich glaube, ich bin jetzt hier falsch gegangen. Ja, ich bin falsch gegangen. Warte mal ganz kurz, ich muss bei Deutschland gehen. Und der ist auch schon Platz 5 bei den Deutschen, also mit Ember. Und Landi hat einfach wirklich einen krassen Account, deswegen man kann einfach nichts sagen, Leute. Ich würde mal sagen, wir kommen jetzt zum nächsten Account. Und Leute, das nächste Clip ist von Lukas Brawl Stars, also fragt euch nicht, weil ich habe den Account nicht gefunden, aber hier ist ein Clip. Boom, Junge, oh mein Gott, es reicht ihm nicht, dass er einen Weltrekord hat mit Rang 35 Power 1 Shelly, sondern er macht mit dem nächsten Brawler weiter mit Barley, Rang 30 Power 1. Wie krass ist das eigentlich, Leute? Und alle anderen Brawler auf 0 Pokale. Das ist so ein heftiger Account, muss ich wirklich sagen. Bin mal gespannt, ob es auch mit Barley schafft auf Rang 35 mit Power 1. Das ist ultra krass. Also der Kollege, als Erklärung, wie hat er das gemacht? Er ist erst natürlich richtig gut, hat sehr gute Mates und kommt aus Australien. Und es ist scheinbar so, dass es auf australischen Servern leichter ist. Und Leute, das war's auch mit dem Video. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, auch weil es kurz war, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne ein Abo da lassen. Und ja, Leute, ich habe einen Brawl Stars Club. Wenn ihr mich supporten wollt, kommt gerne in den Club rein. Da heißt die Gärtner. Und ja, Leute, ich würde mal sagen, wir sehen uns einfach mal beim nächsten Video. Ciao, ciao.